With a new jellyfish helmet provided by Blister's drone, Scary Girl begins to swim further and further into the murky depths of the Black Ocean. Und damit sind wir in der Tiefsee angelangt. Und wir haben immer noch eine Anzeige, Luftanzeige, aber irgendwie scheint die nicht mehr kleiner zu werden, dank unseres Quallenhelms. Und ich bin gespannt, was für Monster uns hier erwarten werden, denn das Designtalent des Typen, der das hier kreiert hat, lässt doch auf einiges Verrücktes hoffen. Ich schwimme einfach immer tiefer. Das Unterwasserlabor scheint ja wirklich sehr tief unten zu sein. Und es wird immer dunkler. Geil. Ich liebe ja sowas. Also ich finde auch so Videos von Tiefseesachen finde ich total faszinierend. Diese fluoreszierenden Pflanzen und Viecher. As Scary Girl descends deeper into the depths of the ocean. Small particles of bioluminescent creatures begin to illuminate the area all around. Oh, Entschuldigung, ich hab's aus Versehen abgebrochen. Das ist die Frage, was ich jetzt machen soll. Einfach nur draußen bleiben wahrscheinlich. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Na schön! Toll, dass man immer wieder ganz von oben anfängt. Das ist ja albern. Schade. Das macht echt das Spiel manchmal so ein bisschen kaputt. Das hätten sie echt anders machen müssen. Die einzige Möglichkeit, die ich hier habe, Schaden zuzufügen, ist eigentlich mit dieser Bewegung hier. Da frage ich mich, ob ich tatsächlich dieses Riesenvieh da angreifen muss hiermit. Aber vielleicht sollte ich auch gleich mal den Typen erstmal ausreden lassen und mir das mal anhören. As Scary Girl descends deeper into the depths of the ocean, small particles of bioluminescent creatures begin to illuminate the area all around her. What comes next, however, is not such a pleasant sight. Okay. Ich weiß ja nicht, mache ich dem Schaden? Anscheinend ja. Oh, die kann man nehmen. Sehr strange. Was ist denn das für ein Riesenwurm hier? Oh, mein Steam ist noch an, leider. Ob der jetzt immer hier versucht, das zu kriegen? Kann das sein? Irgendwie mache ich dem, glaube ich, schon Schaden, wenn ich dagegen... Das hat er mich gerade mal gekriegt. Ich schwimme jetzt einfach hier ganz wild hin und her. Ah, jetzt passiert das hier. Und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Verliere ich Schaden? Verliere ich Leben? Ich habe es überlebt. Immerhin. Und er macht das gleiche nochmal direkt hintereinander. Was ist denn da los eigentlich? Ob er dadurch Leben bekommt? Das könnte natürlich sein. Aber ich kann die auch nicht wegmachen. Ich kann gar nichts machen. Irgendwie geht's weiter. Das merke ich. Hier bin ich. Ah. Oh, hat ihm das jetzt... das scheint ihm Schaden gemacht zu haben. Also es ist das erste Mal wirklich, dass ich so gar keine Ahnung habe, was ich machen soll. Irgendwie ist da immer eine ganz kurz so eine orangene Sache, aber ich glaube, das bin ich selber, wenn ich hier mich so drehe oder so.
Jetzt kommt das wieder. Ah! Alter Schwede, habt ihr irgendeine Ahnung, was man hier machen muss? Ich nicht. Ob mir dieses Scary-Ding noch helfen kann? Ich habe ja noch die Scary-Action. Die ist auch voll. Momentan. Sehr merkwürdig. So, jetzt kommen wir wieder in die Tiefen, wo das Ungeheuer kommt. As scary go. So. Das habe ich jetzt mal übersprungen, das haben wir jetzt ja schon gesehen. Cool! Scary Girl ist überhaupt nicht vorhanden. Was? What? Ich sehe Scary Girl nicht. Scary Girl ist außerhalb des Bildschirms anscheinend. Vielleicht stirbt er einfach von alleine irgendwann. Das wäre doch mal was. Oh, ich höre sie sogar. Ich weiß aber nicht, wo sie ist. Ist ja albern. Ja gut, dann werde ich wohl nochmal neu laden müssen. Ein Neustart. So. Jetzt versuchen wir nochmal mit Scary Girl zum Monster zu kommen. Nicht alleine. Das war ja albern. Ich meine, das ganze Monster ist so ein bisschen albern. Schön anzusehen, aber albern. Ach, sowas hier. Das sind so... Also, eigentlich echt richtig, richtig, richtig schlechtes Game Design. Muss man ganz ehrlich mal als Kritik hier stehen lassen. Speicherpunkte so zu setzen, dass man erstmal lange Zeit irgendwas machen muss, was eigentlich überhaupt gar keinen Gameplay hat. Also irgendwo hinlaufen oder so. Das sehe ich immer wieder bei irgendwelchen Spielen. So. Scary Girl ist mal vorhanden. Das ist ja unglaublich. Und er fängt halt direkt an mit dem Scheiß. Wenigstens kriege ich so keinen... Doch, krieg ich wohl. Achso, ich krieg nur Schaden, wenn, wenn eins dieser Viecher da rauskommt. Okay. Oh, nicht schon wieder, ey. Per Zufall generierte Abfolgen, die anscheinend nicht so programmiert sind, dass sie nicht direkt hintereinander kommen dürfen. Das Einzige, wo ich jetzt wirklich irgendwas machen kann, ist, wenn diese Dinger hier kommen. Das scheint ja auch irgendwie eine Relevanz zu haben. Komm her. Oh nein! Aha! Das ist vielleicht ein Trick. Vielleicht muss man das hinkriegen. Dass der das irgendwie frisst, seine eigene... Was auch immer das sein soll. Oh. Muss man die auch einfach liegen lassen? Das könnte sogar sein. Oh ja, das macht ihm Schaden. Endlich habe ich gefunden, was man machen kann. Boah. Dann müssen wir da vielleicht mehr als nur einen kriegen.
So. Also, endlich. Das wird ja immer mehr hier. Nochmal getroffen. Sehr gut. Allmählich geht's. Ich hoffe, das war jetzt das letzte Mal. Das sind gleich zwei. Yes! What? Ich habe doch gerade irgendwas überspringen können. Keinmal gestorben. Das ist, weil ich laden musste. Perfekt habe ich es gemacht. Wer hätte das gedacht? Alter Schwede, dieses Spiel überrascht mich immer wieder. Na gut. Das war wohl, Arriving at Dr. Maybe's lab, Scary Girl realizes her journey is not quite at its end. So, hier haben wir wieder Luft und wir sind ohne unseren Helm unterwegs inzwischen, aber im Labor angekommen. So, also dieser Kampf, der gerade eben, der war ja echt sehr merkwürdig, denn habe ich so das Gefühl gehabt, wenig Kontrolle zu haben und eigentlich nur so per Zufall herauszufinden, was man machen muss. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir gleich den nächsten Endkampf haben oder ob es hier nochmal ein richtiges Level gibt. Sieht eher nach einem Level aus. Das Ding war schon zu! Alter, diese Hitboxen, ne? Man stößt halt gegen ein Teil, was zu ist und stirbt daran. Alter, das geht doch nicht klar. Trotzdem, wieder schön gemacht. Ach, da konnte ich mich dranhängen, ne? Tja, das mit dem Nicht-Sterben war es dann wohl für diese Folge. Für dieses Level. Dung, ding, dong. Rums. Okay. Ja. Oh, Igel wieder mal. War schon ganz lange nicht mehr getötet. Und Schlangen. Alle Viecher, die wir vorher gesehen haben, kommen jetzt wieder anscheinend. Bin ich eigentlich voll oder nicht voll? Ich weiß es nicht. Ich bin voll. Okay. Nein! Jetzt habe ich da wieder einen Diamanten hängen lassen. Das ist ja doof. Ach, komm schon! Einmal von der Seite gegenstoßen. Ich hasse es. Oh! Warum müssen Plattformer manchmal so scheiße sein? Das ist doch unfassbar. Das geht doch einfach nicht klar. Nein! Naja, so ein bisschen haben wir unser Leben wieder aufgebessert. Das war knapp. Ich weiß auch gar nicht, was da unten ist. Bestimmt der Tod wartet da wieder mal auf uns. Leck mich doch! Nimmt das echt hier noch Pit-Zustände an hier? Ich werde nie wieder einen Jump'n'Run spielen, glaube ich. Ein Plattformer. Das war jetzt knapp. Das ist aber das Problem. Das habe ich ja schon öfter mal erwähnt.
Je öfter man irgendwas machen muss, desto schneller will man das machen und desto mehr Fehler macht man wieder. Ich kann es zerplatzen lassen. So, Moment. So, ich musste gerade nochmal husten. Wegen meinen entrüsteten Ausrufen gerade eben. So, und jetzt schön Zeit lassen. Wir haben Zeit. Ah, jetzt schwinge ich falsch. Ein weiter sind wir jetzt nochmal. Hier waren wir noch nie. So, Achtung. Jetzt aber. Dann Speicherpunkt, ich fass es nicht. Gott sei es getrommelt. Da gucke ich doch glatt mal, was hier unten da nicht los ist. Tod ist hier los, wie ich vermutet hatte. Aber diesmal sind wir ja Gott sei Dank korrekt. Oh, nee, das war nichts. Ach, dammit. So. Diesmal jo. Diesmal hat es geklappt. Ich will da hoch. Wenn ich hier Steine mitnehmen muss, dann wissen wir auch warum. Und das ist ein weiter Sprung. Kann mir niemand sagen, dass das nicht weit ist. Ha! First Timer! So, das haben wir geschafft. Jetzt versuche ich tatsächlich noch die Diamanten da drüben zu kriegen. Wahrscheinlich wird das wieder mein Untergang sein. Achso, ich habe hier noch den Fisch an. Darf ich natürlich auch nicht machen, sowas. Nein! Ah, shit! Und hier kommt man nicht mehr hoch. Ich habe noch ein Leben. Ah, wer soll denn da jetzt noch bis zum Ende durchkommen? Ich nicht. Ach Gott. Wer hätte das gedacht? Und ein Speicherpunkt. Alter Schwede. So, das wollte ich jetzt absichtlich machen. Damit ich wieder Leben habe. So. Das ist natürlich jetzt hochgradig unfair. Wenn ich hier springe, kann ich denn mich irgendwie... Ah, okay. Ich kann. Muss nur rechtzeitig. Gott sei Dank. Oh, was? Das sind Energieströme oder sowas. So Blitze oder sowas. Nein! Was zur Hölle? Oh Gott! Ey, da muss man so schnell reagieren, das ist nicht möglich. Speicherpunkt. Hier sind die Speicherpunkte mal einigermaßen gut gesetzt. Eine Eule! Gab's hier oben auch noch irgendwas? Nee. Oh. Ich muss gerade hier echt gucken, dass ich so viel wie möglich an... Boah. Wie viele Eulen sind denn hier? Ah, okay, ich verstehe. Trotzdem mache ich jetzt erstmal. Hier Diamanten.
Und ich versuche mal jetzt mal mein Leben wieder so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Damn it. Aber schnell. Ah, die lassen mich überhaupt gar nicht das Leben auf Vordermann bringen. Weil die so schnell so viele neue sind. Na gut, das muss ich nochmal versuchen. Aber einen Speicherpunkt hatten wir ja. Gott sei Dank direkt hier oben. So, jetzt hier. Zack, 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 zack. So, jetzt ein bisschen. Huch, die sterben ja teilweise total schnell. Zack, einmal getroffen. Zweimal getroffen. Boah, viel zu viele Eulen, ey. Dreimal getroffen. Kurz mal ein bisschen aufgetankt, aber... Boah, das bringt kaum was. Die sind viel zu schnell, die Eulen. Ah, Alter! Wenn ich runtergehe, dann kann ich die nicht treffen. Das ist ja super unfair. Nein! Ja, ich hab's geschafft, tatsächlich. Boah, jetzt muss ich mich gerade echt konzentrieren. So, liebe Leute, hier steige ich in der nächsten Folge rein. Es war eine anstrengende Folge. Die Level sind härter geworden, auf jeden Fall. Aber, tja, das Design ist nach wie vor gut. Insofern, genießt es. Bis dahin, tschüss.